Andi, ich finde es total klasse. Und ich darf jetzt noch ein paar liebe Menschen zu mir nach vorne bitten. Willkommen zur Scheckübergabe. Ich darf Ralf Martin Meyer zu mir bitten. Der Polizeipräsident von Hamburg. Dann den Vizepolizeipräsidenten Dirkus Schreiber. Morten Schrube. Jens Timm. Dann dazu Wolfgang Petra Piontek von Radio Dragonflame Sendeschule Lübeck und Maskottchen Heike Hübner und den Chef vom Radio Achim Krabbe. Ihr werdet nachher euch wundern, was ihr abgeht. Kommt einmal davon. Wir gehen bis hier rüber. Und ich darf das Mikrofon natürlich wie jedes Jahr zur Stadtbibliothek erst bei unserem Schirm geben, unserem Senator, damit er ein paar Worte an die fleißigen Polizeibeamtinnen richten kann und natürlich an Sie voller Dank. Ja, lieber Peter, ich freue mich, dass mir das die Gelegenheit gibt, wirklich diese großartige Arbeit zu würdigen. Es geht ja um Kinder, die Opfer eines Verkehrsunfalls geworden sind und dadurch ein bisschen aus der Bahn geworfen und mit den Folgen zu kämpfen haben und unsere Unterstützung brauchen. Und das macht eben das Jugendwerk, in dem Sie alle hier alle Freizeit opfert und euch einsetzt und eben diesen Kindern den Weg zurück ebnet und sie unterstützt, dass sie wieder Sicherheit, neues Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl bekommen, wenn sie dann wieder sich draußen ohne Angst bewegen sollen. Und das ist enorm wichtig und das verlangt viel Einsatz und dafür, glaube ich, danken wir heute alle ganz herzlich. Ja. Danke für hier, weil ich muss ja gerne die Schätze gegeben. Unser Polizeipräsident, unser Vizepolizeipräsident Morten Strube, meine Damen und Herren, ehemaliger Vizepolizeipräsident und vor allen Dingen auch Vorsitzender des Jugendwerkes Unfallgeschädigte Kinder. Und wenn man in Pension geht, dann muss ja der nächste Vizepolizeipräsident dran. Und das ist Mirko Streiber. Und ich darf dich bitten, ein paar lobende Worte. Ich weiß, unter den Kollegen, da sagt man immer, mach, tu, was. Aber jetzt musst du ein paar liebe Worte sagen für unseren scheidenden ersten Vorsitzenden vom Jugendwerk. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank, Peter. Du bist immer für eine Überraschung gut, muss man sagen. Morten, ich habe dieses Amt sehr gerne übernommen. Und wenn man so ein Amt übernimmt, dann weiß man erstmal, was der Vorgänger alles gemacht hat, weil das erfährt man dann erst in dem Moment. Und das ist unglaublich, wie Morten sich engagiert hat, auch um diesen Kindern, wie es der Senator gesagt hat, zu helfen, ihnen auch die Rahmenbedingungen zu schaffen für die ganzen Übungsleiter, die wir hier haben, um tatsächlich ein gutes Werk zu machen, um das Leuchten in den Augen der Kinder wieder zurückzubringen mit den ganzen sportlichen Aktivitäten, aber auch mit den Freizeitaktivitäten. Und ich finde, er hat ein großes Dankeschön verdient, weil er ist derjenige, der es vorangetrieben hat. Danke. Morten, vielen Dank dir auch ganz, ganz herzlich. Und wir können wunderbar vertreten. Das ist ebenfalls ein Kunstkerl. Und Ralf Martin Meyer, meine Damen und Herren, der Polizeipräsident, er hat das Ganze auch unterstützt. Wir haben nämlich zum ersten Mal, gab es, glaube ich, im Bundesgebiet, die Blitzer. Die kennen wir alle. Ja? Ach, ich habe noch nicht auch ein schönes Bild bekommen. Ich kann es gar nicht wegschmeißen. Da wurde ich wieder gemahnt und habe ich zurückgeschrieben, wenn Sie mich noch einmal mahnen, nehme ich Sie aus meiner Lostrommel raus und dann bekommen Sie gar nichts mehr. Ich ziehe dann immer die ganzen Sachen, die ich dann bezahlen möchte. Nein, Quatsch. Aber wir haben zum ersten Mal, und da waren die Kinder, die betreut werden vom Jugendwerk dabei, die durften so einen mobilen Blitzer, ist das richtig, wie ich das formuliere, einen mobilen Blitzer, der an der Straße steht, die sehen immer kackweiß aus. Ja, und die haben die Kinder wunderbar bemalt und ich frage mal einfach unseren Polizeipräsidenten, kann man das nicht mit allen Blitzer machen? Vermutlich ja, aber dann brauchen wir noch mehr Kinder und ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja. Die heißen MGÜR übrigens in unserer Sprache, MGÜR. Also mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Aber sie sind ganz wichtig, wir haben ja gerade gehört, Hamburg hat die
den größten Sprung nach unten gemacht in der Geschwindigkeit in der Stadt zwischen den Städten. Und zwar unter anderem aufgrund dieser Emgür ist das gelungen. Und das dient ja uns allen, unser aller Sicherheit und natürlich auch der Sicherheit der Kinder. Also insofern eine ganz tolle Geschichte dieser Emgürs. Und wir freuen uns darüber, dass das Geschwindigkeitsniveau in Hamburg so runtergegangen ist und die Stadt damit sicherer geworden ist. Das finde ich total klasse, eine gute Idee. Ich bin fasziniert, ich war ja selbst mit dabei, wir haben das uns angeschaut, wie die Kinder gemalt haben. Die waren mit Freude dabei. Dass wir die Generation sind, die Blitzer später zu schätzen wissen. Und die wissen gar nicht, was sie angemalt haben. Aber ich würde mich freuen, weil die sehen immer so, so schlimm aus, wenn vielleicht auch noch andere Blitze dazukommen, die angemalt werden. Ich stelle mich gerne zur Verfügung und vielleicht kann ja dann Flensburg dann die ab 3 Punkte anschreiben, dass sie mitmalen können. Egal, welche Symbolik die auch machen wollen, ja? Meine Damen und Herren, ein Riesenbeifall, eine tolle Aktion. Toll, Job, dass Sie haben uns heute Zeit gemacht. Vielen Dank erstmal. Danke dir hier. So, jetzt komme ich hier rüber. Ich fange hier an. Meine Damen und Herren, auch unser Jörn Sörens vom Handelshof hat uns natürlich auch wieder alles zur Verfügung gestellt hier, was die Künstler brauchen, Catering und so weiter. Jörn, ich danke dir ganz herzlich. Es ist auch immer viel Kohle, was du sponserst mit deinem Team. Dankeschön nochmal an Jörn Sörens vom Handelshof Hamburg. Danke. Ja, ich fange bei dir an, weil da muss ich noch gleich was ausholen. Das ist, das wird geil werden. Hat es bei der Startfirma bitte noch nie gegeben. Mein lieber Jens, meine Damen und Herren, er ist wirklich ein Wahnsinnstyp. Im letzten Jahr hat er, weil wir Corona ja keine Show machen konnten, über 60.000 Euro übergeben im Namen von Rewe, von einer Aktion, die man nennt Fantastisch. Also die Pfandflaschen werden und die Dosen und alles Mögliche wird dann gesammelt und dann kam diese stolze Summe über 60.000 Euro zusammen. Oh. Unglaublich. Rewe macht aber auch noch etwas anderes und da freue ich mich auch, dass der Darhof mit dabei ist. Nicole Mark von Mark Feuerschutz und noch viele, viele andere auch. Denn wir haben ja zum ersten Mal 2019 begonnen mit einer Aktion, die in die Geschichte eingegangen ist und vielleicht machen das noch andere nach. Dieses Jahr haben wir es wieder gehabt. Und wenn ich in diese Ecke hier hinten schaue, da freue ich mich, dass die Rollifahrer ebenfalls hier unsere Gäste sind. Denn wir haben es geschafft beim Schlager-Move zum allerersten Mal 2019 mit einem kleinen Wagen anzufangen, dass Rollifahrer einen Logenplatz bekommen und das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive sich anschauen können. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ich viele Unterstützer habe, die diese Bänder gekauft haben. Ja, dann weiter für diese schöne Aktion. Es geht nur gemeinsam, Freunde. Und wir wollen im nächsten Jahr weitermachen. Und da hat Rewe dann natürlich auch gesagt, wir kaufen auch Mörderbänder, Herr Darbofen ebenfalls, Rewe generell, auch der Handelshof, also viele, die da mitmachen. Und auch jemand hat spontan, das habe ich heute erfahren, Hardy, wo bist du, Hardy Siebold? Er hat viele Immobilien in Hamburg, ein ganz lieber Freund von mir. Und meine Damen und Herren, er hat gesagt, ich kaufe 800 Bänder für diese Aktion, damit die Rollifahrer am täglichen Leben teilnehmen. Ich danke ganz herzlich. Danke ganz herzlich. Habe die Runde hier. Wunderbar. Und jetzt, bevor du wieder zeigst, was gesammelt worden ist, muss ich auch noch eins sagen. Wir haben Menschen, die auf der Straße leben, denen es nicht so gut geht. Die Gründe wollen wir nicht sagen, aber in 2 Tagen, glaube ich, ist es wieder soweit. Da richtet Rewe mit vielen anderen, mit Antenne Rock, ich darf es sagen, Rock Antenne Hamburg, früher Alsterradio. Das war noch geile Musik früher. Henry, du hast gerade weggehört, ne? Und Rewe ist der Hauptsponsor, der über 400 Obdachlose, bedürftige Menschen, Obdachlose ist immer so ein Scheißname,
werden eingeladen, einen schönen Abend zu verbringen in der Fisch-Auktionshalle. Und da ist er eigentlich der Redesführer. Respekt an Rede. Jetzt kannst du das Mikrofon haben. Ja, ich bin das tatsächlich. Also erstmal bin ich ganz froh. Ich dachte schon, du hast dann schon Achterbahn aus dem Europapark mitgehen lassen. Aber es gehört ja zum Prinzip. So, ich habe eine gute, eine schlechte Nachricht. Wir haben wieder in über 60 Märkten im Hamburger Stadtgebiet von Mitte Mai bis Mitte September dazu aufgefordert, die Pfandspenden zu sammeln oder ja, zu spenden, die Pfandspenden zu sammeln. Das ist Quatsch. Also das Pfand zu spenden. So. Dann habe ich vorletzte Woche diesen Scheck hier gedengelt und es sind 34.700. Aber die schlechte Nachricht ist die nicht, denn wenn ich den Chat schon gemacht habe, ist anschließend noch eine Summe eingegangen und es sind damit 38.000 Euro dieses Jahr dann höchstens. Stell dich mit rüber, meine Damen und Herren. 38.724,64 € aus Pfandeinnahmen. Unglaublich, oder? Ich bin das total stark. Oh, wir brauchen ein Bild. Unbedingt. Dankeschön, Rebe. Dankeschön. So, meine Damen und Herren. Jedes Jahr machen die eine 48 Stunden eine Marathonsendung. 4 Stunden übernimmt ein Moderator. Ich war 2 Stunden dabei als Gast in Lübeck. Das ist Radio Dragonflame. Ein super Sender mit großem Herz. Und da war ich dabei zum Interview. Und dann wurde vom Chef, das ist Chefi hier, Achim, er hat gesagt, und jetzt bin ich auch gespannt, ob es auch eintritt. Er hat gesagt, er wohnt in Ungarn. Wenn meine Hörerinnen und Hörer über 1.500 Euro kommen, innerhalb 48 Stunden, das war ja in diesem Marathon hier, dann lässt er sich, er sieht ja aus als Bombenleger hier, ne, mit seiner Frisur, dann lässt er sich die Haare schneiden. Dann habe ich gesagt, ja, das kann doch jeder sagen, der in Ungarn zu Hause ist. Ja klar, ich mache das, ich schicke ein Bild hier. Nein, er hat gesagt, ich komme mit meiner Gattin zur Startpyramide und die Haare werden hier auf der Bühne geschnitten. Hat es noch nie gegeben. Ich habe ja gedacht, 1.500 Euro, ne? Du weißt ja gar nicht, wie viel wir erreicht haben in den 48 Stunden. 1.606 Euro! Das war nur während des 48 Stunden Spendenmarathons. Wer es kennt, 2016 sind wir angefangen mit 351 Euro. Und heute dürfen wir die Summe übergeben von 2.555,49 €. Ja, also ihr überrascht mich jedes Mal. So. Leute, ihr bleibt auf der Bühne, wir brauchen Zeugen. Wirklich, das hast du nicht gegeben. Wir brauchen einen. Wir brauchen ja jemanden, der sich auskennt mit Haare schneiden. Mir fiel kein anderer ein, den habe ich spontan angerufen. Es ist der Gartenbotschafter John Langley, der mit jeder Ecke klarkommt. John, darf ich nicht mal mitkommen? Ja, er hat alle Utensilien mitgebracht, die wir brauchen. Hallo. Hast du den?
Ach nee, jetzt bist du dran, es tut mir leid. Aber John, ich glaube, die Ausrüstung ist, glaube ich, nicht so richtig. Also, wer ist denn der Kandidat, bitte? Er hier. Bitte den Platz. Also, bei ihm habe ich das in der Probe einmal gemacht. Ja. Aber ich glaube, ich frage mal nach, dass, John, ich glaube, du hast damit Verständnis, dass wir da... ich bin auch Friseurmeisterin. Peter, warte mal. Also die Haare wachsen in einem Monat 1 bis 1,5 cm nach. Du hast ungefähr 100.000 Haare. Man muss sich auch mal trennen können. Hat man eine Friseurmeisterin hier? Ja. Wo? Ja, ich bin noch dafür engagiert. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Ach, das soll denn so sein? Er soll da schicken ausschauen. Haben wir eine Friseurmeisterin, die machen Zeichen oder so? Ja, darf ich dich bitten mal, wenn du Bock hast? Und wenn nicht auch. Wir haben auch alles vorbereitet. Darf ich mal die Utensilien bitten, wie es beim Friseur ist? Oh, das ist schön. Liebe. Meine Damen und Herren, ich weiß jetzt nicht, wer raufkommt, aber ich habe gefragt nach einer Friseurmeisterin. Und wenn, dann wollen wir es schon professionell machen. Ein Riesenbeifall, ich finde das toll. Es geht auch ganz im Fazit, es geht auch ganz im Fazit. Darf ich deinen Namen erfahren? Ramona, in welchem Friseurslauf bist du? Ich bin selbstständig. Bist du mal bitte? Guck mal, sie kommt auch nach Ungarn, wenn du sie einlädst. Ne? Kein Problem. So. Wir haben alles, ich weiß nicht, was du brauchst. Ich kann dir helfen. So, ja, okay. Es soll innerhalb von 2 Minuten weg sein. Schaffst du das? Alles weg. Er hat sich alles gewollt. Oben, also wir machen alles oben. Ne? Meine Damen und Herren, wir machen ein bisschen Beifall, machen Klatsch für uns. Ich finde das toll. Habt ihr das schon mal auf der Bühne erlebt, dass jemand die Haare niemals, ne? Ich finde das klasse. Und für diese Summe. So, ich kann dir gar nicht zugucken. Oh nein. Brauchst du ein Modell? Wow. Das ist ein Sound. Die Haare sollen wir aufbewahren. Wie geht es dir? Sehr gut. Wir machen jedes zweite Haar. Ist okay? Du wolltest das nicht anders haben. Wir haben angehackt, ne? Peter, soll ich schon mal gucken, wer der Nächste ist? Nein, einmal rein. Wow, das sieht doch gut aus. Guck mal, der hat da seine Tränen in den Augen. Wollen wir schon mal einmal für die Hälfte? Ja. Wenn du auch mal die Haare wegkommen, ne? Hat jemand Mäuse im Garten? Wenn man in diese Löcher dieser Mäuse Haare hinein, dann werden die weniger. Die Haare und die Mäuse. Das sieht gut aus. Unglaublich. Peter. Aber ich bin froh, dass ich dich als Berater geholt habe, aber dass du mit diesem Werkzeug kommst, meine Damen und Herren. Ich finde es toll, dass er extra hier gekommen ist, um diesen Job mitzumachen. Ja. Und danke. Das sieht doch gut aus. Er spricht nicht mehr. Haben wir von dem Jägermeister was da für ihn? Ist ja Wahnsinn. Es wusste wirklich kein Mensch. Aber Achim, du bist echt tapfer. Und auch was dein Team vom Radio Dresden Film alles so macht. Jedes Jahr Spendenmarathon. So ein geiles Team, ich bin so stolz auf dich. Allein muss. Oh, nein, du sparst jetzt einen Haarschnitt. Was würde es kosten, wenn man das mit dir machen würde? Das mache ich umsonst. Ich habe gerade gesagt, das macht sie gerne umsonst. Finde ich toll. Mein Gott, ist es eine Matte hier. Aber weißt du, dass er jetzt jünger aussieht? Ja. Ja. Also, sie sind weggegangen, aus wie 36 geboren. Guck mal, du bist gleich fertig. Auch Brustbisschen oder so? Nee. Toll.
Freude. Also meine Damen und Herren, ich muss sagen, es ist eine Premiere. 36 Startnummerien hat es gedauert, bis mal so was auf der Bühne gezaubert wird. Sensationell! Riesenbeifall auch für das Team von Radio Greenfield für diese kontinuierliche Kultveranstaltung, die sie schon machen. 48 Stunden Marathon, um Gelder zu sammeln für die unfallgeschädigten Kinder. Und, Achim, wir bleiben nach wie vor Freunde, ja. Gut. Peter, der Innensenator und Sportsenator hat mich eben gefragt, ob er auch mal hier kostenfrei... Und wenn ich frage, was seine Frau... Ja. Nee, die wollte nicht. Nee, ne? Nein. Karlchen, wenn das Taschengeld nicht um 50% erhöht wird, ja? Du musst Kontakt mit mir aufmachen, dann ist im nächsten Jahr, wir haben bestimmt eine Friseur-Weltmeisterin wieder hier. Die macht das dann an Papa. Die Haare weg. Karlchen, sag einfach nein. Aber Karlchen sagt nein. Nein. Meine Damen und Herren, ich möchte mich bedanken für diesen unglaublichen Haarschnitt. Dankeschön, liebe Ramona. Vielen Dank fürs Mitmachen. Toll. Und guck mal, was hier liegt. Du siehst gut aus, wirklich. Du siehst gut aus. Du wirst doch jetzt nicht mehr untersucht oder gefragt nach Personalausweis. Die Haare wollte ich eigentlich verkaufen. Damit die mir eine Perücke daraus machen. Aber nein, auf jeden Fall werden wir nicht für Kinder hinter das Geld dann geopfert. Aber da man das ja jetzt wegschmeißt, kriegst du von mir für nächstes Jahr schon 200 Euro. Das finde ich toll. Lass uns wieder ein Gruppenbild machen. Vielleicht einmal ein bisschen in die Mitte, dass wir einmal zusammenstehen, dass wir für die Presse ein Gruppenbild machen. Ich finde das toll. Wow, meine Damen und Herren, das war unsere Schenkübergabe. Ein Donnerbeifall für alle, die dabei waren, die gesammelt haben, die gemacht haben. Dankeschön ganz herzlich. Und diese Gang hervorragend. Ich bin gespannt, was im nächsten Jahr dazu kommt. Ich darf euch bitten, mit einem Riesenbeifall nach unten wieder zu gehen. Genießt die Show weiter und es wird kalt werden draußen. Pass mal auf. Es ist sehr kalt manchmal. Dankeschön, wir nehmen das ganz kurz in Verwahrung.